je einfacher wir essen, umso klarer kann alles auch in Energie für uns umgewandelt werden. Je wilder, je vermischter, je mehr, je schneller, je mehr in Stress und ohne Ausgleich, umso komplizierter wird die Sache. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer. Und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 4. Florian, mit welchem Thema heute? Ganz interessant. Heute geht es darum, finde die richtige Ernährung. Ja, richtige Ernährung. Florian, da gibt es heute, glaube ich, Möglichkeiten ohne Ende. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also, ich bin ja ein bisschen im Thema drin. Es gibt die Blutgruppen. Es gibt eine Sternzeichenernährung, habe ich, glaube ich, von dir gelernt. Es gibt eine Ernährung nach TCM, also chinesische Ernährung. Es gibt die ayurvedische Ernährung. Es gibt sogar eine Instinkto-Ernährung, finde ich sogar ganz gut. Es gibt eine Paleo-Steinzeiternährung, allergenarme Ernährung, habe ich auch schon gehabt, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung. Es gibt noch Alles-Esser, was gibt es denn noch? High-Carb, Low-Carb-Esser, es gibt Frutarier, Rohköstler, es soll sogar Grünköstler geben. Gibt es noch was? Ich habe sogar schon Berichte gehört von Menschen, die Lichtnahrung ganz interessant finden. Florian, also zum Thema Ernährung. Wenn ich jetzt auf der Suche nach der richtigen Ernährung bin im 21. Jahrhundert, dann habe ich jetzt ein Problem, oder? Ja, hast du. Denn du müsstest dich viel bilden, du müsstest viele Bücher lesen, du müsstest viel ausprobieren und ich glaube, das würde dein ganzes Leben benötigen und du kannst nicht sicherstellen, dass es die richtige war. Heißt also, diese Ernährungsformen, die uns da aufgezeigt werden, die bieten Möglichkeiten, aber es kann sein, dass es bei dir nochmal ganz anders ist oder dass du jemand bist, der sich aus allem so ein bisschen das Beste raussucht. Na? Du kannst dich ja nicht kasten, weil wenn du dich kastest, dann richtest du dich. Das heißt, du legst dich fest. Und wenn dann doch ein anderer mal kommt, der dir aus einer anderen Ernährungsweise ein Spektrum bietet, wo du sagst, das verstehe ich aber auch, wenn der das so erklärt, hast du eine Schwierigkeit, weil du ja anderen erzählst, dass ich esse kein Fleisch mehr, ich esse kein Fisch mehr, ich esse keine Butter mehr, ich esse nur noch Rohkost und dann kommt der mit Kochkost. Ja? Ist immer schwierig. Und da würde ich erstmal gerne vorher das ein bisschen abbremsen. Wir kommen dazu. Ich würde erstmal sagen, worum geht's denn bei dem Wort Ernährung? Es geht ja nicht darum, uns zu befriedigen. Es geht darum, unsere Ernährung auf eine Basis zu bringen, bei der wir gut funktionieren. Es geht also darum, was haben wir bei verschiedenen Ernährungen alle gemeinsam? Es geht darum, die Nahrung muss Vitalstoffe haben. Das ist klar, weil dadurch produzieren wir Energie und mit denen können wir leben. Also, sie muss uns Energie bringen. Sie muss gut schmecken. Sie soll möglichst leicht verdaulich sein, das heißt auch den Körper in der Energielieferung entlasten. Und sie muss mit unserem Gewissen vereinbar sein. Das heißt, sie hat im ganzen Roundabout die Aufgabe, uns gesund zu halten. Im Krankheitsfall uns gesund zu machen, aber ansonsten ist die Nahrung da, so wie Hippokrates und Sokrates dann auch gesagt haben, Nahrung ist deine Heilung und Heilung soll deine Nahrung sein. Ja. Also was ich ganz interessant oder witzig fand, diesen Spruch, also Ernährung sollte, wenn ich sie zu mir nehme, sich so verhalten, dass ich mich nachher besser fühle als vorher und nicht andersrum. Ja? Und oftmals ist es so, dass ich, wenn ich dann esse, dann so, boah, jetzt brauche ich jetzt mal einen Kaffee. Jetzt brauche ich einen Absacker, ich muss gibt es diesen Spruch, ruhen oder 1000 Schritte tun, weil die Energie geht so richtig schön runter. Also mir geht es nach der Ernährung nicht besser, sondern schlechter. Du, ich habe meinen Opa damals. Mein Opa Paul, ne? Es gab Paul und Paula bei uns. Und immer am Sonntag sind wir zu denen gefahren, weil da gab es immer Klöße. Da gab es immer Rinderroulade mit Soße, Klößen und es gab Rotkraut. Wir mussten davor immer einen Salatteller essen mit so einem Sauerrahmdressing. War auch total lecker, ich liebe das immer noch. Und dann gab es diese Klöße. So. Und ganz spannend war, nach dem Essen haben sich immer meistens alle gestritten. Das habe ich als Kind immer mitbekommen, weiß gar nicht warum. Und der Opa, also die Oma hat dem immer nach dem Essen einen Jägermeister gegeben oder so ein Kümmerling, so ein Verdauungsschnaps hat sie das genannt. Und da habe ich immer als kleiner Junge schon gesagt, warum braucht denn der Opa jetzt einen Schnaps wegen der Verdauung? Ist das Essen denn schlecht oder wie? War so meine Frage, hat mir nie einer beantwortet. Dann hat sie ihm die Thrombosestrümpfe angezogen, also über die Beine. Dann hat sie ihn auf die Couch gelegt, die Beine hochgelegt und den Kopf. Und dann hat er Mittagsschlaf gemacht von 2 Stunden, hat geschnarcht wie verrückt. Und die Oma lag dann meistens im Garten und hatte wenigstens mal 2 Stunden Ruhe vor ihm.
Und ich habe immer gedacht, ich habe gesagt, Opa, merkst du es nicht? Die Oma gibt dir Gift ins Essen. Da sagt er, wieso? Wie kommst du denn da noch? Da sage ich, weil du dann immer tot umfällst auf der Couch mit irgendwelchen Bandagen und die Oma liegt immer im Garten und liest Buch. Ja. Das war so meine Visualisation von dem Ganzen. Und ich habe mich dann immer später gefragt, irgendwas stimmt doch mit dem Essen nicht. Ja, wahrscheinlich hat die sich dann die Ernährungsbücher da reingepfiffen und die ganzen schlechten Informationen verwendet, um den Opa mal ruhig zu stellen. Ja? Genau. Nee, aber zurück zum Thema, die richtige Ernährung im 21. Jahrhundert. Also was du eben gesagt hast, fand ich gut, dass jeder so seine Ernährung finden muss, weil wir sehen, es gibt so ein Spektrum. Es gibt nicht einfach die Ernährung, die richtig ist oder die Ernährung, die falsch ist, sondern man muss da ganz individuell auch gucken, ob man krank ist, ob man gesund ist. Aber es gibt auch verschiedene Typen, es gibt verschiedene Situationen, wo wirklich jeder für sich da auch das Richtige finden muss. Aber es gibt doch bestimmt irgendwie Grundvoraussetzungen, Florian, die für alle gleich sein müssen. Ja, wenn ich jetzt danach irgendwie gucke nach der Ernährung, frage mal andersrum, wie machst du das denn, wenn du dich ernährst? Also erstmal zu den Grundvoraussetzungen, was viele gar nicht wissen. Eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, da wir ja von einer Mutter geboren werden und 9 Monate in den Körper einer Frau, die unsere Mutter ist, herumgetragen werden, spielt schon mal eine riesige Rolle, was hat meine Mutter in der Schwangerschaft gegessen? Ja. Warum? Weil das Biotop, das Mikrobiom deines Darmes genau aus dieser Nahrung entsteht. Das heißt, bevor das Herz wächst im Embryo, wächst der Darm. Das heißt, alle Organe hängen am Darm dran. Das heißt, alles hängt von unserem Dharma ab. Deshalb ist es genauso wichtig, was hat die Mutter in der Zeit gegessen, wo du gestillt wurdest? Also in dem 1. bis 3. Jahr, das ist ja unterschiedlich. So, dann hängt es auch davon ab, zum Beispiel, wie wurde ich erzogen? Was habe ich in meiner Kindheit gegessen? Ne? Familiäre Ernährung, auch daraus wächst ja meine Materie und daraus bin ich nun mal entstanden. Ich kann nicht dann einfach kommen und kann mein ganzes Ernährungsleben hinschmeißen, nur weil da irgendeiner in einem Buch schreibt, jetzt isst nur noch süße Früchte, weil er ja im subtropischen Klimaten lebt, schreibt aber dieses Buch und ich lese das. Nee, das ist also ganz anders. Aber die Sachen, die ich jetzt genannt habe, sind ganz, ganz wichtig. Erstmal vorab. Aber wenn du jetzt fragst, wie esse ich denn? Das heißt, das erste Grundprinzip, das ich jedem als Empfehlung geben kann, ist, erstmal Grundvoraussetzungen für Gesundheit zu erstellen. Und da geht es natürlich erstmal darum, wo kommen deine gesunden Proteine und Eiweiße her? Wo kommen deine Mineralien her? Wo kommen deine Vitamine her? Hast du diese ganzen 63 Vitalstoffe, die du jeden Tag brauchst, auch? Wenn du sie nicht hast, das wissen wir jetzt schon, entsteht irgendeine Symptomatik. Aber was ich erstmal für mich ausgerichtet habe, sind so Sachen wie, dass ich zum Beispiel sehr viel grünes Blattgemüse zu mir nehme. Also sehr viel grüne Rohkost. Warum? Grüne Blätter, die Farbe ist Chlorophyll, ist Magnesium. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Vitalstoffe. Die bieten meinem Körper ein hohes Potenzial. Das bediene ich auch gerne oft aus Wildkräutern. Denn Wildkräuter kosten kein Geld. Sie enthalten Hochpotenzen von Nährstoffen bei wenig Zellfaser. Sie bieten mir also sehr viel Energie, bei wenig Aufwand, diese zu verdauen. Diese trinke ich aber auch oft in Säften. Ich trinke sie in Smoothies, klein gehäckselt mit Apfel und Banane, dass sie gut schmecken. Und die kann ich trinken. Sind also einfach in der Aufnahme und bieten mir schon mal jeden Morgen getrunken ein Riesenpotenzial. Im Sommer trinke ich mehr Smoothies, weil ich ja die Wildkräuter habe, die lassen sich vermixen. Und im Winter trinke ich mehr Gemüsesäfte, weil ich ja die Wildkräuter gar nicht habe. Und damit habe ich schon mal ein Mega-Potenzial, das mir meine Gesundheit erhält. Ich esse aber auch sehr viele Nüsse. Die werden eingeweicht vorher, damit sie leicht verdaulich sind und damit die Fressgifte, die in Nüssen drin sind, die sogenannten Enzymhemmer, draußen sind. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Samengetreide. Ich esse sehr viel Samengetreide wie Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Leinsamen, Chiasamen. Ja? Ich esse sehr viel Kürbiskerne, sehr viel Sesam. Durch den Ankeimprozess und Einweichen werden auch diese leicht verdaulich. Sie enthalten sehr viel Proteine, sehr viel Eiweiße, sehr viele Mineralien. Und damit habe ich schon mal richtig viel gerockt. In meiner Ernährung gibt es 70% Rohkost und 30% Kochkost. Im Winter aber muss ich das Potenzial etwas verändern, weil wenn ich im Winter sehr viel wassergehaltige Gemüsesorten zu mir nehme, also bioklimatische Ernährung, dann fange ich an zu frieren. Also gibt es im Winter bei mir auch wieder mehr Kochkost, um hier die wärmeproduzierende Stärke zu bewahren, um einfach hier auch mit den Klimaten bei uns im Thüringer Wald, du weißt, es ist viel Schnee, klar zu kommen. Ich wohne ja nicht in Thailand oder irgendwo in Afrika. Ich esse sehr wenig Fleisch, also kaum.
Das ist wirklich, sage ich mal, im halben Jahr einmal, aber ich esse ab und zu mal Fisch, aber da nur süßen Fisch, da die Meere ja verseucht sind und alle Salzwasserfische ja den ganzen Abfall, den flüssigen Kunststoff, die Nanopartikel in sich tragen, esse ich ab und zu mal ein bisschen Saibling, ein bisschen Goldforelle, ein bisschen Lachsforelle, die aus den Thüringer Quellen kommen und die sind sehr, sehr sauber. Was für mich ganz wichtig ist in Ernährung, ist die Trennkost. Das heißt, wenn ich tierische Proteine und Eiweiße zu mir nehme, dann darf da keine Stärke dazu. Das verträgt sich nicht. Du wirst sofort aggressiv, du wirst müde. Also Wie der vermische ich zum Opa. Beispiel, genau, vermische ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einen süßen Fisch esse, immer nur Rohkostsalat oder Gemüse gekocht dazu, nicht Kartoffeln. Das heißt, esse entweder die tierischen Sachen mit den Pflanzen oder esse die Pflanzen mit der Stärke zusammen. Das entscheidet über Leichtigkeit und Freude danach oder über Müdigkeit und Aggression danach. Jeder kennt das, dass er nach dem Essen manchmal müde wird. Dann stimmt was mit den Kombinationsregeln Ja, nicht. oder Blähungen kriegt. Genau. Andreas, probier das mal aus. Iss mal eine Handvoll Cashews und eine Möhre. Du wirst total zufrieden sein und total satt, weil die beiden Sachen mega gut zusammenpassen. Ja, wobei Muss die ich gar Cashew nicht ja keine ausprobieren. Nuss ist. Vorsicht, nicht denken, ah, die Nuss ist es, sondern es liegt daran, dass die Cashew keine Nuss ist. Richtig? Und wenn sie eingeweicht ist, ist sie ganz leicht verdaulich. So, Ja. worum geht's noch? Ich esse zum Beispiel sehr viel Pflanzenaufstriche, die werden aber nicht gekauft, weil die erhitzt sind. Und da sind auch keine Öle drin, vor allem kein Sonnenblumenöl, weil die ja Omega-6-Fettsäuren enthalten, also Was ja ein entzündungsfördernd. sehr billiges Öl ist, was mal gerne genommen wird. Richtig, entzündungsfördernd ist, sondern ich nehme zum Beispiel eine Handvoll Paprika, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Tamari, ein paar italienische Kräuter. Ich habe eine Küchenmaschine, mixe die ganz schnell durch, bis in Dressing oder in Streichform. Und da habe ich einen Aufstrich, der super lecker schmeckt, der hält sich mindestens 3 bis 4 Tage. Und die habe ich dann im Kühlschrank. Da habe ich immer 5, 6 verschiedene Sorten und die esse ich auf mein täglich Brot. Aber dieses Brot besteht nicht aus Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste, sondern wir backen es selber oder kaufen es zum Teil mit angekeimten Samengetreide, die ich schon genannt habe, Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Zwerghirse, Teff, Hanfsamen und so weiter. Da gibt es ja richtig viel Auswahl, das mich nicht verklebt, das mir wieder Potenzial bringt. Das muss nicht immer Rohkost sein. Es ist auch gebacken, aber es hat auch eine tiefe Befriedigung und eine tolle Sättigung. Ich habe 70% Gemüse im Verhältnis zu Früchten. Man muss wissen, dass ich ja auch kein Kind mehr bin, mit stolzen 38 Jahren nun. Dann brauche ich nicht mehr so viel Kohlenhydrate. Das heißt, ich bin ja ausgewachsen, ich erhalte meine Gesundheit. Bei Kindern ist das andersrum. Kinder müssen sehr viele Früchte essen, wenig Gemüse und Erwachsene genau andersrum. Die brauchen viel mehr Gemüse wie Früchte, weil die Kohlenhydrate sorgen dafür, dass sie überzuckern, dass alles vermethylisiert wird in Alkohol und diese Mengen an Kohlenhydraten und Stärke uns überzuckern und überreizen. Bei Kindern, die müssen wachsen, die haben Zellteilung, die brauchen Stärke und Zucker und auch Schokolade ist alles super, wenn sie gesund ist, damit sie sich entwickeln dürfen. Die entladen noch ihre Energie. So. Was habe ich noch vergessen? Ich esse sehr viel Fermentiertes, also so wie es früher war, milchsauer vergorenes. Warum? Diese Mikroorganismen mobilisieren meinen Darm, meine Darmflora, mein Mikrobiom. Die produzieren für mich Biophotonen, Mikronährstoffe und fressen Giftstoffe. Das heißt überschüssige Stärke, überschüssigen Fruchtzucker und bringen dies zum Ausleiten. Dadurch bleibt mein Körper im Gleichgewicht. Ich liebe die Trennkost, ich liebe aber auch Entgiftungen. Warum? Ich faste zweimal im Jahr. Ich baue auch Leberreinigungen ein. Warum? Das Weil die heißt, helfen. wir sind jetzt mit den Dingen, die du isst, durch und jetzt bist du Nein. beim Nichtessen angekommen oder geht es noch weiter zum Essen? Nein, nein, nein. Das gehört für mich auch zur Ernährung dazu. Belasten und entlasten. Denn meine Formen von Entgiftungen und Fasten heißen ja auch immer, dass sie unterstützt werden mit Vitalstoffen. Da rede ich nicht von Supplementen, Andreas. Da rede ich von frischen Säften, von Grassäften, von grünen Tonerden und so weiter. Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Sondern es ist eine Unterstützung, den Körper in Pausen mal zu entlasten. Und eine der wichtigsten Fasten- und Entgiftungskuren habe ich jeden Tag in meiner Ernährung mit dabei, denn ich esse für 13 bis 15 Stunden pro Tag, also 24 Stunden gerechnet, gar nichts. Das heißt, ich höre um 19 Uhr auf mit Essen und vor 9 Uhr, 10 Uhr fange ich nicht damit an. Ja. Und warum mache ich das, Andreas? Das wenigsten, du weißt es. Genau, ich hoffentlich weiß. Ich mache es nämlich ganz ähnlich. Ich schaffe es nicht immer 100%. Ich bin auch kein Heiliger. Aber
So hat der Körper endlich mal Ruhe, die Dinge auch zu verstoffwechseln und vor allem auch mal Gifte auszuscheiden über die ganzen Entgiftungsorgane. Denn man merkt es ja, die Verdauung zieht enorm viel Energie. Wenn ich nämlich nach dem Essen dieses Tief habe, liegt es ja daran, dass der ganze Energie in den Darm, in die Verdauung reingeht. Und wenn ich mal Pause habe, dann kann der Körper endlich mal aufräumen. Genau. Das sind also Essenspausen, es sind Trinkpausen und es gibt eine Regenerationspause. Das heißt, abends um 19 Uhr fährt meine Verdauung runter, dann möchte sie keine Nahrung mehr, weil sie entgiften möchte. Und deswegen schlafe ich in dieser Zeit, weil ich da introvertiert bin. Ja. Und am nächsten Morgen wache ich auf, dann scheide ich aus und dann kann auch wieder die Energie fließen. Genau. Mache ich da Fehler, Andreas? Auch bei der Ernährung, auch bei der Form der Ruhe und des Ausgleichs, das ist ja auch eine Form der Ernährung, psychisch, seelisch. Dann habe ich ein Problem. Denn ich muss irgendwo schauen, wo ich diese Energiepotenziale herbekomme. Ja, also hungrig ins Bett und morgens kommt man entsprechend fit wieder raus. So einfach ist es, aber es sind alles so Regeln, die werden einfach nicht leicht gemacht einzuhalten, zumindest wenn man durch die Supermärkte schlendert und dann überschüttet wird mit tollen Werbungen und Stoffen, die süchtig machen und so weiter und so fort. Aber, zwei bis drei Liter Flüssigkeiten, Andreas. Das ist ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. Sind wichtig, weil ja Wasser kein Nahrungsmittel ist. Es ist ein Logistiker, ein Transporteur, der die Nährstoffe dann zu den Zellen bringt und die Säuren zu den Ausscheidungs-, also Türöffnern befördert, um diese dann wieder loszuwerden. Ja, also Wasser ist ein Transportmittel. Wasser ist wie so ein leerer LKW, der durch die Gegend fährt und die Gifte, also entweder Dinge irgendwo hin transportiert oder abtransportiert. Wenn man das verstanden hast, dann weiß man auch, warum ein mineralarmes Wasser besser ist als ein Mineralwasser. Ja, weil Mineralien haben, sollten wir eigentlich woanders herkriegen, nicht durchs Wasser. Aber das unser Wandern. Körper besteht zu 75% aus Wasser. Das heißt, alle Nährstoffe und auch alle Säuren müssen immer in wassergelöster Form wieder rauskommen. Ja, also das Thema Wasser ist auch noch ein ganz, ganz großes, aber das ist jetzt nochmal am Rande angebracht. Aber es ist auch ganz wichtig, muss hier auch mit rein, unbedingt. Also sauberes Wasser trinken, genau. So, das heißt, jetzt ziehen wir hier erstmal einen Strich und unterm Strich muss sich jeder auf den Weg machen und schauen, was für ihn taugt. Ja, nur weil du es so machst, heißt das nicht, dass ich es auch so machen muss. Denn wir haben ja gesagt, wir stecken in unterschiedlichen Situationen. Aber sicherlich kann man einfach mal ausprobieren, gucken und dann merken, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Du kannst natürlich auch Supplemente schlucken ohne Ende. Das geht natürlich auch. Ja, richtig. Klar, wir haben ja in der ersten Folge auch darüber gesprochen, Nährstoffversorgung, wie wichtig das ist. Und wenn wir die nicht gewährleisten können, dann landen wir ja oftmals über kurz oder lang bei der Supplementierung. Andreas, ich sag's dir gleich, ich bin kein Fan von Supplementen. Ja. Aber ich sage, da machen wir einen Podcast raus, das muss ich mal genauer erklären. Und, da machen wir mal einen Podcast raus, genau. Da machen wir einen Podcast raus. Aber ich sage immer, die Natur ist eigentlich ganz einfach gestrickt. Die ist eigentlich wie unsere Bundesregierung oder so wie die Frau Merkel. Die sagen, hey, es gibt ein Grundgesetz, darauf haben wir uns geeinigt. Und wenn du dich an dieses Grundgesetz hältst, ja, dann kannst du dir alles erlauben und du wirst alles erreichen und du wirst auch alles bekommen im Rahmen dieser Vorgaben. Machst du es aber nicht, dann werden wir kalt gemacht. Ja? Im deutschen Staat eingesperrt oder irgendwie Mahnungen oder Nachzahlungen, wie auch immer. Es gibt ja Steuerorgane, die dafür sorgen. Und in der Natur, Andreas, ist das genauso. Du bezahlst das mit deinem Vitalzustand, mit deiner Gesundheit, mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit, mit deiner Energie, mit deiner Kreativität, mit deiner Leistungsfähigkeit. Und natürlich müssen wir Bescheid wissen über die Energie haben oder nicht haben. Wirklich. Ja, und wenn wir uns in der Natur mal umgucken, jetzt um vielleicht noch einen Lösungsansatz zum Schluss hier noch mit auf den Weg zu geben, denn es heißt ja die richtige Ernährung im 21. Jahrhundert, diese Podcast-Folge, wollen wir vielleicht da abschließend noch was hinbekommen, was hinzaubern. Denn was mir wichtig ist, auch zu vermitteln, eigentlich ist es ja einfach. Natürlich kannst du Bücher ohne Ende lesen und referieren und gucken, wie man es macht, wie man es richtig macht. Aber wenn wir in die Natur gehen, ist es doch immer einfach. Die Tiere, die machen es ja auch alle richtig. Ja, und zwar intuitiv. Die lesen keine Bücher. Die lesen, die essen einfach das, was da ist. Also mit den Jahreszeiten zum Beispiel. Und die essen auch frisch, die kochen nicht. Also gib uns doch mal abschließend noch mal einen Blick da rein, wie einfach es eigentlich ist, sich gesund zu ernähren. Andreas, wir machen alles viel zu kompliziert. Wenn ich früher Klöße mit Braten und Soße gegessen habe, da waren da zwei Aromastoffe drin, Pfeffer und Salz. Heute sind da 48 Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Keimhemmer und so weiter drin. Es ist doch klar, dass unser Körper damit überfordert ist. Wir passen uns nicht in den paar tausend Jahren an über super synthetisches Food an. Das geht einfach nicht.
Das heißt, je einfacher wir essen, umso klarer kann alles auch in Energie für uns umgewandelt werden. Je wilder, je vermischter, je mehr, je schneller, je mehr in Stress und ohne Ausgleich, umso komplizierter wird die Sache. Und damit würde ich doch erstmal anfangen, Andreas. Ich sortiere mich in meinem Leben. Weißt du, meine Tochter, die ist jetzt 12 Jahre alt, die Amelie. Und ich habe damals ein Buch gelesen, die Psychologie der Ernährung bei Kindern. Und da ging es darum, dass man Kinder die Salate niemals bunt macht, weil die Kinder in Formen und Farben denken, die kriegen eine Reizüberflutung. Also habe ich auf einen Teller Paprika, auf den anderen Teller Gurke, auf den anderen Teller einen Apfel. Und die hat an einem Tag nur Paprika gegessen, an dem anderen Tag nur Apfel, an dem anderen Tag nur Fenchel. Das war so spannend. Das war so spannend. Und wir sind doch auch erwachsene Menschen, aber eigentlich aus Kindern entstanden. Bei uns ist es auch so. Aber je mehr Leid wir haben, umso mehr brauchen wir Tsutaki Spezial, kommen wir zu gehen zum Griechen, da gehören ja auch soziale Kontakte dazu. Es geht doch vielmehr darum, eigentlich die Sachen zu verstehen, für sich neu zu bedenken, zu überschauen, auszuloten und einfacher zu werden. Wenn du mich heute fragst, Andreas, ich habe ein kleines Dressing, ich habe einen Bund Stammsellerie, ich dütsch das da rein, ich esse das und bin total zufrieden. Das konnte ich aber vor 10 Jahren noch nicht. So braucht jeder seinen Wert, er muss anfangen. Ich freue mich, dass ich da dich da draußen begleiten darf und dich da drin motivieren darf, Andreas, mit dem tollen Podcast die Verbindung zu schaffen, damit das Ganze überhaupt möglich ist. Und ich würde mal sagen, bleib doch mal dabei und wachse mit unseren Informationen. Und vielleicht wird für dich auch was dabei sein, wo du sagst, boah, mit so kurzen Schritten hat sich da mein Leben grundlegend vitaler verändert. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir. Dankeschön dafür. Dankeschön für die vielen spannenden Informationen. Ich denke, es war wirklich für jeden was dabei. Ja, und Supplemente sind das Schlüsselwort. Ganz genau, Supplemente. Damit geht es denn dann in der nächsten Folge weiter. Also nächste Folge, warum Supplemente auf Dauer nicht helfen, die Folge 5. Darfst dich drauf freuen. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, dem helfen die Informationen vielleicht aus dem Podcast weiter, dann teile doch diesen Podcast einfach und tu ihm den Gefallen. Und wer weiß, vielleicht kannst du damit sogar noch was richtig Gutes tun. Und wir möchten dir auch gerne was Gutes tun. Jetzt, wo wir diesen Podcast neu starten, noch einmal der Hinweis, dass wir ein Geschenk für dich haben mit einem wunderbaren kleinen Videokurs, leckeren Kaffee, alternativ und gesund, Milch selber machen, Schokolade selber machen, Eis selber machen. Diesen kleinen Kurs, den möchten wir dir schenken. Bewerte einfach diesen Podcast auf iTunes. 4 Sterne sind kein Stern, also gerne mehr. Und schick uns einen Screenshot von deiner Rezension an mail@gesundzeit-podcast.de, denn wir wünschen uns, dass dieses Wissen viele Menschen erreicht und da kannst du uns auf diesem Weg ganz einfach mithelfen. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Podcast und freuen uns und sagen bis dahin dein Florian Sauer und Andreas Paffrath. Wir hören uns. Dankeschön. Bis bald. Ciao.